Einen wunderschönen guten Morgen. So, wieder bei den Eltern genächtigt, gut gegessen, guten Kaffee, einfach nur Filterkaffee getrunken. Bin jetzt auf dem Weg zum LKW. Ich wollte eigentlich um 5 schon aufstehen, bin aber erst um 7 aufgestanden. Habe auch heute ein bisschen unruhig geschlafen. Aber ich kann heute sowieso nicht mehr ausliefern, weil es geht in den 7er Raum runter um Ulm. Da bist du einmal Postleitzahlen 7, einmal 8. Das ist ja gerade die Landesgrenze dort. Und deswegen dachte ich, komm, dann ist es auch egal, ob du ein bisschen später losfährst. Das heißt, entspannten Morgen gemacht und übernehme jetzt einen LKW, muss dann nochmal hoch nach Magdeburg zu Kodi Logistics. Ich weiß auch nicht, warum ich so außer Atem bin. Zu Kodi Logistics gefahren. Und nochmal 3 Paletten übernehmen, spezielle Tablettchen. Und dann geht es eigentlich runter über die A14 und dann Hof immer weiter Richtung Süden. Wird eine schöne Tour, freue ich mich drauf. Kann ich auch gleich mal testen, wie er voll beladen jetzt diese Berge da unten hochzieht. Das letzte Mal war noch mit kaputten Sensor. Das wird spannend. Gleich kommen wir zum LKW. Noch hier am Friedhof vorbei. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Friedhof hier, der Stadtfriedhof. Und dann hier links ist das Eisenbahngelände. Da hinten steht schon das Bubbel. Ja, da sind wir auch schon. So. Wunderbar. Hoppala. Gucken wir einmal drumherum, ob alles in Ordnung ist. Ja, das sieht ganz gut aus. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Ich suche noch der Armlehne. So, ist auch da gefunden. Radio Penetranza haben die ja eingebaut. Das geht jedes Mal an. Keine Option gefunden, wie du es ausstellen kannst. Das ist in meiner Lieblingstankstelle in Bamberg, die Star-Tankstelle in der Nähe von der A14, wenn du Richtung Ilberstedt fährst. Am Parforce aus. Boah, schön. Am Parforce aus vorbei. Und einfache Tankstelle, nichts Besonderes, aber man hat nachher so seine Traditions. Nein, ihr wisst Bescheid. Wir ballern jetzt nochmal schön. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, Richtung Magdeburg. Ich habe mich auch kulinarisch für heute versorgt. Wer es auf Instagram folgt, 3 Spritzküchlein für einen Tag. Oh ja. Und dann geht es nachher über die A14, dann Erfurt hoch und so weiter runter bis ganz im Süden Ulm. Sollte ich fahrzeittechnisch eigentlich schaffen. Wenn das liebe Wörtchen eigentlich nicht wäre. Ne? Haben sie dann in den letzten 15, 20 Jahren, würde ich sagen, nochmal richtig Industrie oben hingebaut. Und dann für sich ein schönes Industriegebiet. Thorsten, keine Körbs.
Aber dafür gerade an der Tankstellenausfahrt irgendwie, glaube ich, eine Rasenkante mitgenommen oder so. Machen wir da mal Gedanken, wenn der Trailer voll ist. Ich denke, da braucht man eine scharfe Bordsteinkante zu kommen, und wenn du den richtig dumm dagegen drückst, dann macht's Peng. Und dann wird's teuer. Ja, dann hier vorne so. Ach, guck mal her. So. Du musst nach vorne rausgucken. Nach vorne. Bist unaufgeräumt. Das gefällt mir nicht. Nächste Ampel, wenn die länger rot ist. Ich glaube, die schaltet jetzt für uns gleich auf grün. Ein schönes recht gemachter MAN, den werdet ihr noch nicht sehen. Der fährt jetzt gleich von links nach rechts hier rein ins Bild, wenn wir Glück haben. Voss. Zeitbommel. Ja, da kommt er. Da. Ein schönes Auto. So. Ich habe da vorne noch so eine Wasserwaage. Die könnte ich mal befestigen, dass sie nicht so rumfliegt. Dann siehst du mal, wie du stehst. Die auch im Wohnmobil immer genutzt. Und das kann hier nicht verkehrt sein. Ich habe dieses Deutschland-Thema hier noch drin, diese Wimpelkette oder Fahnenkette mit dem Fleckchen, falls jemand weiß, wo es ähnliche Sachen gibt, nicht nur mit Deutschlandflaggen, sondern vielleicht auch mit anderen schönen Dingen, europäische Flaggen beispielsweise oder weiß ich nicht, Wimpelketten, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar. Trans, die hatte ich jetzt auch schon öfters gesehen. Das heißt ja auf Englisch Pfötchen-Trans. Aber das ist wahrscheinlich, wir sind das eine polnische Company. Ja, Platz 183. Ich würde gerne so 87 reinpacken. Auch auf Deutsch drauf, Partrans, nur für Lebensmittel. Ja. 1848er. Sieht aber auch stramm hier hoch. Gut, wir ziehen ein bisschen strammer. Halt ein MAN. Wenn wir gleich links bleiben, da vorne will einer draufziehen. Hinter uns hat ein PKW ganz, 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 ganz eilig.
S-Max oder sowas, da Boden-Boden-Rakete. Da muss natürlich der immer ausfahren. Ja? Man dann einen Meter von der Stoßstange entfernt. Tscheche, die fahren immer auf direkten Kontakt. Also wenn du gerade unten dann zwischen Prag und Brünn die Autobahn, ich glaube das ist die A1, die tschechische, unterwegs bist, also immer Stoff. So, wir sind hier am Rasthof Schleiz. Neben mir ist die Balm, aber die haben in mir kein Interesse. Gut so. Ich hätte aber auch nichts zu verbergen. Wobei ich sagen muss, am Anfang war es echt schwierig, mich so an diese Fahrerzeiten zu halten. Und das ging auch nicht immer gut, muss man sagen. Mittlerweile funktioniert das aber. Man muss da auch so ein bisschen reinwachsen. Also man muss sich da auch selber so ein bisschen die Zeit geben, reinzukommen. Und man fühlt sich da auch ziemlich drangsaliert am Anfang. Warum muss das jetzt so sein? Man weiß es alles, ja. Also ich weiß das. Aber man ist es nicht gewöhnt. Man kennt das so von seinen Dienst- und Geschäftsreisen zu fahren, so wie es halt passt. Und da kommt Fahrschule, lass ich mal durch, wollte ich nicht verunsichern jetzt. Kommen wir wieder rauf auf die Bahn. Und das ist dann so eingeengt, ne? Du rechnest auch noch nicht so damit. Lernst das alles, theoretisch sitzt das mehr oder weniger. Berichten und dass man da erstmal, ja, dass man so ein bisschen reinkommt.
ich finde, da steht in Teilen den Kasseler Bergen in nichts nach. Also das ist mein Empfinden ist jetzt. Ja. Ich war jetzt die Strecke das zweite Mal mit LKW, das erste Mal. Also da sind schon teilweise Steigungen dabei. Da ist, die sind so wie Kasseler Berge, ziehen sich auch ewig. Ich würde sagen, fast noch länger als Kasseler Berge.
das Mikro ist immer noch raus, also dieses Sendeteil, das war so schnell leer. Warum habe ich es jetzt wieder angemacht? Wir sind jetzt ja immer noch hier auf der A9. Das da vorne ist entweder ein Unimog oder ein Traktor. Ich denke, dass das ein Unimog ist hier auf der Autobahn. Dahinter hängt ein Tesla mit Anhänger. Der darf nicht mehr schnell, sonst ist die Batterie gleich leer. Schönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde hier aus Suhl von der Tankpool-Tankstelle da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Und ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Frühsport, gleich einen Kaffee. Das funktioniert wunderbar hier mit dem Runterdrücken und dann nach dem Kettlebell werde ich das erste Mal seit langem wieder ein bisschen laufen gehen. Sie sehen, fühlt sich gut an. Aber ganz sanft, ganz sachte, keine 10 Kilometer. Wenn es hochkommt, vielleicht 2 Kilometer, immer mal so 200, 300, 400 Meter. Pause machen, Zähne fühlen und dann weiter. Ja, jetzt ist erstmal Kettlebell 3 Runden dran. Und gleichzeitig, weil ich hatte da ordentlich Regen hinten reingekriegt. Das war nämlich offen, als ich das letzte Mal unterm Trailer rumgefummelt hatte. Hatte hier meine Decke ein bisschen Wasser abgekriegt, und damit die nicht anfängt zu modern und zu schimmeln und dann zu eklig zu riechen, habe ich die mal aufgehangen. Ich werde nachher noch ein bisschen den Trailer aufräumen. Muss noch gucken, ob ich von Suhl nach Magdeburg irgendwie ein bisschen Fracht bekomme. Das sieht von Süden nach Norden ganz schlimm aus im Moment. Das ist wie leergefegt der Markt. Und eigentlich musst du froh sein, wenn du für kostendeckend, also zumindest was heute das Fahrzeug angeht, hochfahren kannst wieder. Ja, also der braucht noch ein bisschen Liebe, die will ich auch noch ein bisschen auseinanderziehen und nach vorne machen. Werden sowieso dann heute, wird alles wieder eingesetzt, um die Salztabletten festzuziehen, dann werden die Anti-Rutschmatten verlegt, aber vorher will ich es ein bisschen zusammenräumen, den Trailer noch mal komplett einmal ausfegen und dass alles auch schön seinen Platz hat und Ordnung hat. Ja, aber jetzt darf die Decke erstmal ein bisschen trocknen. Und ich mache jetzt erstmal Frühsport, dann mache ich mir einen Kaffee, dann wird eine Fracht gesucht, ja, und dann geht es mit oder ohne Fracht Richtung Magdeburg. Ja. Aus ganz hier in Suhl, echt eine angenehme Stimmung. Angenehme Stimmung, ist nicht zu voll, nicht zu viel los, also ist wirklich angenehm. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Wir hatten ja vorhin das schon, eigentlich muss ich das nicht nochmal sagen. Ich würde mir ein Bananchen gönnen jetzt. Kaffee habe ich mir schon gemacht. Am Bäuchlein arbeite ich ständig in irgendeiner Richtung, entweder in diese oder in diese. Brot. So, machen wir nochmal. Was wir brauchen, im Kühlschrank. Naja. Ich auch noch machen. Haus- und Hofrunde habe ich gerade abgeschlossen. Jetzt mache ich mir noch mal mein Wasser lecker. Ihr kennt das mit dem Zitrussaft. Aber so am Tag ballere ich mindestens so eine 1,5 Liter hier weg. Und das ist auch ganz gut so. Ich weiß nicht, ob man unbedingt 3 Liter trinken muss.
Da musst du wieder aufpassen, dass du nicht zu viel ausspülst aus dem Körper. So, die ist jetzt sehr voll, da muss ich aufpassen. Oh ja, genau die richtige Dosierung. Weil wenn es zu viel ist, dann ist es auch so ein bisschen, ist mir zu säuerlich. Was auch nicht wiederum gut ist für den Magen. Und genau, Müsli. Ja, ich habe jetzt eine 4-Stunden-Tour vor mir Richtung Magdeburg. Leer. Ich bin quasi von Ulm aus jetzt leer hier hochgefahren. Der Markt war, wie schon wieder das Wort, leer gefegt. Also du hast nichts Vernünftiges gekriegt. Zum Schluss war ich froh, wenn ich überhaupt einen Euro pro Kilometer gehabt hätte. Was ich am Anfang so, naja, abgelehnt hatte. Und um irgendwie halt zumindest halt die LKW-Kosten zu decken. Ne? Maut, Diesel, Verschleiß, Abschreibung und nichts. Es war nichts, wirklich nichts. Ich hatte zwei Kunden, zwei. Beide sind im letzten Moment dann wieder abgesprungen, sind nicht fertig geworden. Also zumindest ist das, was ich zu hören bekomme von dem Broker. Vielleicht hat er ja noch einen günstigeren gekriegt. Das ist halt, ja, das ist einfach so, wenn es zu viel Laderaum und zu wenig Fracht gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt leer hoch und mache wenigstens den Auftrag von Magdeburg aus runter nach München vernünftig. Und hab dann und suche mir dann auch vernünftig wieder eine Rückfracht von München hoch, dass ich die auch noch laden kann. Weil so ist es dann alles, wird es zu spät werden. Und dann habe ich halt den Verlust, der ist schon erheblich. Also das sind, musste rechnen, 1000 Euro. Weil in der Zeit, du hast zwar, die Kosten sind ungefähr für diese Fahrt nur Diesel und Maut 400, 450 Euro leer. Und aber du verdienst ja auch nichts in der Zeit. Ne? In dem Moment, das heißt, der eigentliche Verlust ist viel höher. Und den setze ich mal für mich auch, um mich selber ein bisschen auch unter Druck zu setzen, mit 1000 Euro an. Ich finde, da sollte man auch nicht zu zimperlich sein. Realistisch, aber auch nicht optimistisch. Und jetzt können wir los. Ich hole euch nochmal hier aufs Display. Gucken hier nochmal E-Mail, ganz kurz checken, die nochmal geantwortet hatten. Ne, da weiß Bescheid. Gut, weil ich hätte noch jemanden abgesagt wegen Natur, über die wir uns unterhalten hatten, aber das hat mich so sehr in Zeitdruck gebracht, weil ich so gewisse Zeitfenster natürlich beim Laden auch einhalten muss. Und das wäre dann, ich habe dann Rückzieher gemacht. Ich hatte noch keinen Auftrag, aber er hat es mir erklärt und so weiter. Ich habe es nochmal überprüft und dann hatte ich letzten Endes abgesagt und gesagt, dass aus zeitlichen Gründen schaffe ich es nicht. Das wäre Blödsinn, weil ich dann den Hauptauftrag für den Kleinen nicht richtig bedienen kann und das macht halt keinen Sinn. Und ich will natürlich ein zuverlässiger Partner sein. Insofern geht es dann auf meine Kappe. Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ist looky looky gut. Ich weiß nicht, warum ich diese Kindersprache. Naja, ihr könnt es euch vielleicht denken, die so ein bisschen rein. Nein. Ja, nee, zu viel. Nein, nein. Wir wollen nicht jede einzelne Haarsträhne sehen. Jetzt. Ja, ein bisschen noch. Und noch ein kleinen Tickerchen. Komm, Tickerchen. Tickerchen. So. Wunderbar. So, dann können wir eigentlich auch, na, dich nehme ich mal hier vorne runter, weil wenn die Sonne nachher drauf ballert die ganze Zeit, ist das fürs MacBook Pro natürlich, posen muss sein, wobei mit Laptop posen ist, ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, zumindest nicht in meiner Welt. So, den können wir jetzt mal runterdrücken.
Ich mache mir jetzt mittlerweile halt hier in diesem Bodu-Becher oder Bodum-Bechern den Kaffee halt selber. A, spart es eine ganze Menge Geld und B, und das ist das eigentlich viel, viel Wichtigere, schmeckt es viel besser. So, wartet mal. Also, wo guckt ihr denn hin, Mensch? Ah, immer in die Augen gucken. So. So ist doch viel besser. Ah, nicht immer den Kopf ganz so hoch halten. Aber der Frühsport und das Läufchen, ah, das war richtig vitalisierend. Richtig gut. Und ich mag solche einfachen Plätze wie hier in Suhl an der Tankpool-Tankstelle. Das ist genau das, was mir persönlich am besten gefällt. Auch wenn keine Dusche ist, aber ich habe mich hinten an meinem Spa-Bereich, ne, an dem Kanister gewaschen. Das geht auch. Bin frisch, bin sauber. Hab zwar, also ganz ehrlich, ich habe bei den 0,74 Kilometern nur eine Strecke. Den Rest bin ich dann zurückgegangen. Habe ich geschwitzt wie früher beim 10-Kilometer-Lauf. Also es ist einfach nichts mehr da. Und, aber auf der anderen Seite kann man das relativ zügig wieder aufbauen. Also da bin ich sehr, sehr entspannt. So. Und man muss noch dranbleiben, ne? Wie immer. So, aber ein Bananchen gönne ich mir jetzt mal. Bei dem Mac ist vorhin, da wollte ich mir eigentlich dieses Rührei holen, aber das gibt's gar nicht mehr, hatte ich gesehen. Weiß gar nicht, seit wann das so ist. Da stecke ich nicht ausreichend tief drin. Ne? Jetzt geht's ja wohl gleich rechts rein. Oh, die ist aber schon getätschert. Naja, ist egal. Eine Fahrschule. Aha. Wahrscheinlich so ein Berufsausbildungszentrum mit Fahrschule und Berufskraftfahrer. 1 Rudolf Kunze. Oh. Heinz Rudolf Kunze, das berühmteste Lied von ihm, das höre ich so gerne. Ja. Hm, hier mit der Liebe. Und, wir werden Riesen sein. Oh, das ist ein Lord. Geniales Lied. Gibt es auch schöne Coverversionen. Eine ganz, ganz ruhige von so einer jungen Frau mit M irgendwas heißt die. Richtig ruhig und sanft gesungen. Gerade wenn du dann diese eher rockigen Versionen vorher gehört hast, ist das ein wunderschöner Kontrast. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass das Mikro nicht schon wieder ausgefallen ist. Das ist mit diesem DJI MiG 1 sehr unzufriedenstellend. Da hat irgendwas geklappert. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir war. Also ich habe natürlich meine Haus- und Hofrunde gemacht, auch immer mal beim Training einmal drumherum gegangen, angefasst, geguckt, ne, beim Kettlebell-Training in den Päuschen. Und dann nochmal abschließend vor der Fahrt nochmal eine richtige. War eigentlich alles in Ordnung. Richtig schöner blauer MAN, noch ein Euro 6 von hinten. Kommt da einer an, also schönes Ding. Boah, ist ja mal gut.
Also ich bin leer. Gut, fahre jetzt im Automatik. Das Auto ist noch nicht besonders warm. Hier hoch. Und der bleibt hinten dran. Der war, hat mich reingelassen, bisschen aufgeschlossen, dann Tempo abgebaut dabei. Und der bleibt dran, der Bursche. Weiß nicht, ob der auch leer ist. Ja, 233 Kilometer haben wir noch. 3,5 Stunden. Hat jetzt ein bisschen runtergerechnet, ne? Wenn wir es auf 4. Tüten im PKW manchmal, ey, da denkst du dir auch. Nimm doch mal einen Stock aus dem Hintern und fahr mal ein bisschen geschmeidiger. Mann, du gib Gas hier. Auf 75 runter. Immer gerne so ein Lichtbeam nach vorne, das aber wegpulverisierst. So ein bisschen Autarkie manchmal. Nicht Autarkie, Anarchie. Ach ja. So ein Lautsprecher auf dem Dach, das habe ich auch schon mal gesehen. Da hatte jemand mit seinem wahrscheinlich CB-Funkgerät mit Mikro so einen großen Lautsprecher auf dem Dach verbunden und dann Sprachsignal rausgegeben. das wäre nichts für mich. Ich wäre so schnell verhaftet. Das wäre nichts. Und der 77, gute Güte. Und das Ding ist ja mit dem LKW, beim Überholverbot musst du nicht unter solchen Trantüten bleiben. Die überholen dich natürlich noch kurz vor der eingeschränkten Stelle und dann zwingen sie dir ihr Tempo auf. Ja? Bleib doch einfach dahinter, Herrgott nochmal, wenn du dann noch langsamer bist als ich. Die agitieren einen dann auch so, ne? Die animieren mich zu etwas zu tun. Das meine ich mit dem Agitieren. So. Man muss echt ruhig bleiben. Am liebsten jetzt Dach oben, die Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach. Boom. Aber das machen wir natürlich nicht. Der wird immer langsamer. Jetzt fahr doch mal hier. Mensch. Das ist immer ein bisschen klar.
Teil ein wenig wegmachen. Ne? Ein wenig Mühe. Vergesse mal, dass es hier so einen langen Tunnel gibt. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Bin ich schon ein paar Mal durchgefahren, aber der ist mir überhaupt nicht so präsent. Ja, schon eine ganz schöne Ingenieursbausleistung hier. Also bei der Menge. Nicht bremsen, nein.